Hallo, ich grüße dich ganz herzlich, wünsche dir einen wunderschönen guten Mittag. Nachdem ich jetzt vor der Kamera versehentlich auf meinem privaten Profil schon gequatscht habe, was ich eigentlich hier in der Seelenfreude-Gruppe mit dir teilen wollte, bin ich jetzt hier auch noch live. Ja, ich wollte mit dir darüber reden, erfolglos oder erfolgreich, wer entscheidet darüber? Was glaubst du? Bist du von deiner Denke her, wenn du jetzt ganz spontan das mal auf dich wirken lässt, erfolglos oder erfolgreich, wer entscheidet darüber? Bist du noch in der Denke, dass du die Umstände, in die du hineingeboren bist oder die Umstände, die dein Leben bislang, ja, dir geschickt hat, dass das verantwortlich ist, ob du erfolgreich oder erfolglos bist? Oder denkst du schon so langsam drüber nach, dass da was dran sein könnte? Dass du selbst dir mit deinen Gedanken deine Lebenswirklichkeit im Außen erschaffst. Du selbst erschaffst dir mit deinen Gedanken deine Lebenswirklichkeit im Außen. Absolut jeder von uns. Niemand anderes. Und ich kann immer hingehen und sagen, Verantwortung abgeben, weil dies oder dies war oder dies ist, ist das für mich nicht möglich. In dem Moment, wo du erkennst, da gibt es Bereiche in deinem Leben, die nicht so sind, wie du sie dir eigentlich mal vorgestellt hast, ist der erste Schritt, das überhaupt zu erkennen. Der zweite Schritt ist dann, dass du das veränderst und dass du das auch verändern kannst, dass du dich dazu ermächtigst, das zu verändern. Du darfst dazu nur einfach mal den Schalter hier im Kopf umlegen und dich lösen von dem ganzen. Von der Masse quasi lösen. Die Masse da draußen, der Mainstream, die sind mehr oder weniger erfolgreich. Und diejenigen, die du jetzt vielleicht als sehr, sehr erfolgreich auch siehst und denkst, ach, das würde ich auch gerne haben, das würde ich auch gerne machen, ich würde mir auch gerne ein Leben nach meinem Herzen gestalten. Was machen die? Die trauen sich einfach, Dinge anders zu machen als die Masse. Und die sind sich dessen bewusst, und dessen bin ich mir auch mal bewusst geworden. Die Masse da draußen ist auf ihre Art und Weise erfolgreich oder erfolglos. Und das, was die Masse denkt und glaubt, das haben wir in unser Gehirn hier eingepflanzt bekommen. Das halten wir für wahr. Diese Geschichten erzählen wir uns. Und das erlebe ich immer wieder, wenn ich in einer Durchbruchssession mit wunderbaren Menschen, die wir da gegenüber sitzen, mal so das ideale Leben herauskristallisiert habe. Und das geht meist ganz schnell in einer 20 Minuten, eine halbe Stunde haben wir das ideale Leben, die Vorstellung dafür, im Groben, der Plan steht. Und wenn ich dann sage, das ist für dich möglich, wann willst du durchstarten, wann willst du dir dein ideales Leben nach deinem Herzen kreieren? Dann setzt der Denker ein. Das kann doch nicht sein, das ist doch nicht möglich, so einfach kann es doch nicht sein. Wenn es doch so einfach wäre, dann würden es doch alle da draußen machen. Und diese Geschichten erzählen wir uns dann wieder ganz, ganz schnell. Und das finde ich dann immer so schade, dass man wieder in diese Energie dann abtaucht. Man hat die Vorstellung von seinem idealen Leben und dann zieht man sich wieder ins Schneckenhaus zurück, weil man. Und so sind wir einfach konditioniert und deshalb möchte ich dich damit mit diesem Beitrag hier mal wachrütteln, weil wir es einfach gelernt haben, auf unseren Kopf zu hören. Der Volksmund sagt es uns schon, der Verstand ist ein guter Diener, aber ein schlechter Herr. Und wie oft haben wir schon gesagt, hätte ich doch nur auf meinen Bauch gehört. Und das ist immer so die Diskrepanz. Wir haben meistens so wenig Mut, auf unser Herz zu lauschen. Das habe ich ja auch jahrelang nicht hinbekommen, dass ich wirklich bedingungslos auf mein Herz gelauscht habe und meinem Herzen gefolgt bin. Und mir immer gesagt habe, Mensch, da muss es doch noch mehr in meinem Leben geben, als das, was ich da draußen vorfinde. Da muss doch noch mehr möglich sein. Und so ist doch auch alles für dich möglich. Auch du kannst dir dein Traumleben kreieren. Es ist alles für dich möglich. Wenn du es nur mal in deinen Kopf reinlässt, wenn du beginnst anders zu denken, wenn du beginnst Dinge anders zu machen und dir vor allem auch mal dessen bewusst wirst, dass du nicht hierher gekommen bist, um zu arbeiten, sondern du bist hierher gekommen, um zu leben.
um deinem Seelenplan, den du dir mal vorgenommen hast, zu folgen, um dir dein Leben nach deinem Herzen zu erschaffen, um das Leben zu feiern, um Freude zu haben, um Leichtigkeit zu haben, um Spaß zu haben. Befrei dich von diesen vielen Schleiern und Mustern, die da über dir liegen. Ich habe das bei mir immer so empfunden, wie so ein Damoklesschwert, das über mir liegt. Es geht. Du kannst dich definitiv davon befreien, ab dem Moment, wo du es erkennst und wo du wirklich sagst, okay, ich gehe jetzt dafür. Ich höre auf, wertvolle Lebenszeit an mir vorbeirauschen zu lassen. Ich starte jetzt durch. Ich kreiere mir jetzt mein ideales Leben. Ich bin bereit zu gehen. Dieses Commitment mit dir selbst, das darfst du natürlich treffen. Und dann kann auch ein Coach dir dabei helfen und dir das Navigationssystem dazu zeigen, den Leitfaden kann dich an die Hand nehmen. Du musst bereit sein, das zu erkennen und dir natürlich auch dabei helfen zu lassen. Und so entscheidest du letzten Endes immer selbst. Entscheidest dich, du hast immer die Wahl für ein erfolgreiches Leben oder für ein erfolgloses Leben. Wie willst du mal zurückblicken, wenn du 80, 85 bist, auf dein Leben? Mit dem Gedanken, es hat zwar ein paar Jahre gedauert, aber ich habe noch die Kurve gekriegt, ich habe noch mein Leben so gelebt, wie ich es wirklich wollte. Ich bin noch meinem Herzen gefolgt und habe hier noch wundersame, wunderbare Dinge erschaffen. Ja, oder mit dem Gedanken, hätte ich doch nur. Du hast die Wahl. Jeder von uns hat die Wahl. Und jeder von uns kann sich jeden Tag auf ein neues entscheiden. Für den Seelenplan, für das Herz, für das eigene Potenzial, die eigene Kreativität, die Einzigartigkeit zu entdecken. Sich zu fragen, was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt. Wobei kannst du anderen Menschen helfen? Und dann ist das, was daraus erfolgt, letzten Endes auch der Erfolg. Und wenn du den kürzesten Weg da gehen möchtest und ja, rasch in ein paar Monaten in dein Traumleben durchstarten möchtest, dann solltest du dir natürlich auch die Hilfe erlauben, dass das eben auch auf dem kurzen Weg in ein paar Monaten möglich ist, damit du nicht weiter rumdümpelst. Ich vergleiche das immer, so wie ich das früher ja auch mal gemacht habe, mit einem See. Da hockt man auf dem Boot und dümpelt da sternenförmig in der Gegend rum, holt sich hier Inspiration und da Inspiration und da Inspiration. Aber der Faden, das Navigationssystem, um an das rettende Ufer zu kommen, um in sein absolutes Traumleben durchzustarten, der fehlt, wenn du es alleine machen möchtest. Da ist auf der einen Seite das Internet ein totaler Segen mit ganz, ganz vielen kostenfreien Angeboten, Anleitungen, Kongressen, Webinaren und, und. Und da sind auch sicherlich hilfreiche Aspekte dabei. Aber letzten Endes, was fehlt, ist der Leitfaden, der dich individuell an die Hand nimmt und dich von A nach B führt, der dir den Leitfaden zeigt, das Navigationssystem. Okay? Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Nachmittag. Bis ganz bald. Tschüss. Ich bin hier immer so mit euch verbunden. Wenn ich auf Beenden drücken will, schaltet sich die Kamera um. Oder ich kann nicht beenden. Vielleicht war ich auch noch nicht zu Ende. Ich poste dir noch den Link zu einer kostenfreien Durchbruchssession mit mir hier in die Kommentare rein. Also wenn du wirklich ernsthaft überlegst, dein Leben jetzt in deinem Leben durchzustarten und dir auch dein Traumleben zu kreieren. Ich gucke auch gleich noch im Kalender, ob da noch Termine diese Woche oder nächste Woche frei sind. Und dann poste ich dir den Link ins Kommentarfeld rein. Okay, bis dann. Ciao.